Bin ich mir gerade nicht mehr so sicher, ob ich so ins Schwitzen komme, weil es hier die ganze Zeit um Ejakulation geht und ob es doch nur das heiße Wasser ist. Oder mein innerer Energiekreislauf. Spaß. Also, 7. Kapitel. Schluss mit der Zappelei. Manchmal kann es zu so etwas wie Mini-Ejakulationen kommen. Es hat nur dann einen Sinn, die Ejakulation zu umgehen, wenn du lernst, die Energie mithilfe des Atems durch den Körper zu lenken. Wenn du nicht trainierst, die Energie gut strömen zu lassen, wird sich der gesteigerte sexuelle Druck nur in verschiedenen Körperteilen stauen. Gezappel, Zuckungen und Besorgnis sind die Folge. Du fühlst dich angespannt. Möglicherweise trommelst du mit den Fingern auf dem Tisch, kaust an den Nägeln oder knirschst mit den Zähnen. Deine wachsende sexuelle Energie wird sich unweigerlich in Form von Unruhe, Gezappel und kreisenden Gedanken bemerkbar machen. Oft ist das Denken selbst eine Art Gezappel, eine unnötige und wahllose Bewegung von Energie, die meist nur dem einen Zweck dient, Spannungen abzubauen. Wenn du lernst, Orgasmen zu haben, ohne zu ejakulieren, dabei aber nicht auch die Fähigkeit entwickelst, die innere Energie im Fluss zu halten, wird diese sich einfach in deinem Körper und in deinem Geist stauen. Deine Gedanken werden nur umso heftiger kreisen und die ausgeleierten Fragmente deiner Grübeleien und gedanklichen Unruhe werden aus deinem Kopf sickern. Es kommt auch vor, dass sich die aufwärtsströmende Energie im Kopf staut, sodass dieser schmerzt und pocht und du diese Spannung durch Zappeln und Grübeln abzubauen versuchst. Deshalb musst du nicht nur lernen, Orgasmen zu haben, ohne zu ejakulieren, sondern dich gleichzeitig auch darum bemühen, ein Leben ohne Ergüsse anderer Art zu führen. Lerne, den Körper bewusst zu entspannen, besonders dann, wenn sich die Symptome des Zappelns und Grübelns ungewollt deiner Extremitäten bemächtigen. Also so, ne, mit dem Bein so zuppeln die ganze Zeit. Spannend. Atme tief, voll und bewusst. Entspanne und weite deinen Bauch und Brust. Lasse deine Energie in einem tiefen, mühelosen Strom fließen, statt sie in die Sackgassen rastlosen Denkens und nervöser Anspannung zu lenken. Als überlegener Liebhaber übst du dich darin, die Energie, die in Gezappel und Ejakulationen zum Ausdruck kommt, wie beschrieben zu lenken, mithilfe des Atems, der Anspannung der Beckenbodenmuskulatur, der Entspannung deines Körpers und einer tiefen Empfindsamkeit. Nur dann kannst du aus der Fülle des Lebens schöpfen und sein, wer du in Wahrheit bist. Und es ist wirklich mega abgefahren. Also, ich kann mich an den Inhalt hier nicht mehr erinnern. Ich habe das schon mal gelesen, das Buch. Aber wenn ich sehe, was auf den, egal ob es der Kongress ist, der Online-Kurs Sacred Evolution Now, dieses 7-Monats-Programm oder die 5-Tages-Seminare, die jetzt dann kommen, was da passieren darf in diesem Feld, was ich aufmachen darf, wo ich mich zur Verfügung stellen darf, das ist Hammer, das ist wie die Vorbereitung für das, das ist abgefahren. Okay, geht es ins nächste Kapitel? Das mache ich im nächsten Video.